Jo Freunde, viele haben mich gefragt, wie man die Mutator-Trophäe bekommt, also Not My Final Form. Und dazu brauchen wir erstmal einen Spot, an den ein Mutator-Hotspot ist. Den finden wir zum Beispiel in der Kanalisation und da machen wir heute einmal die Trophäe. Ist eigentlich gar nicht so schwierig, ihr müsst nur ein bisschen vorsichtig sein. Lasst also gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da und wir machen hier erstmal die Schnellreise in die Kanalisation. Ja, von hier aus starten wir dann quasi, aber nicht von diesem Punkt aus, sondern von dem Wartungsraum aus. Da starten wir einmal durch und dann können wir hier den Hotspot in der Kanalisation finden von den Mutatoren und der ist hier hinten. Ja, und da ist es so, dass wenn ihr in die Nähe von einem Geher oder normalen Zombie kommt, dieser dann mutiert und zu einem Mutator wird. Bevor wir das aber sehen oder machen können, müssen wir natürlich erstmal dahin laufen. Gehen wir also einmal hier durch und gehen eben zu dem Mutator-Hotspot. Ich denke, das findet ihr alle ganz gut, aber seid auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr hier so in dem Bereich irgendwo drin seid, wo ihr euch schon diesem Hotspot nähert, solltet ihr wirklich langsam vorgehen, um dann eben auch diese Zombies vorher erschießen zu können, bevor eben dieser Mutator transformiert. Ja, bis ihr zu dem Spot gekommen seid, könnt ihr natürlich erstmal rabiat vorgehen. Das ist gar kein Problem. Kämpft euch da erstmal durch, bis ihr ungefähr an diesem Spot angekommen seid. Und da solltet ihr dann vorsichtig vorgehen, denn die Geher transformieren sich ziemlich schnell in einen Mutator, wenn ihr diese eben seht. Ich sehe hier jetzt hinten in der Ecke rechts, da seht ihr auch schon einen, der sich gerade transformiert und der ist dann schon zum Mutator geworden. Ist ein bisschen schwierig, den zu treffen. Deswegen gehen wir natürlich auch erstmal zu dem Hotspot, denn der Typ hier hat sich schon verwandelt und wir gehen dann einmal weiter hier durch, bis wir eben in diesen Aufenthaltsraum in der Kanalisation kommen. Und dort wird es dann relativ simpel, denn dort sind viele Mutatoren, quasi der Hotspot der Mutatoren. Und da können wir natürlich dann auch entsprechend gut diese Trophäe holen und uns eben ja hier so langsam durchsneaken. Wenn wir hier an dem Punkt sind, sollten wir wirklich langsam vorgehen. Habt eine starke Waffe, die gute Reichweite habt und guckt dann wirklich langsam, dass ihr Geher oder andere Gegner quasi abschießt, bevor sie euch sehen. Das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt hier schon an dem Mutator-Hotspot und da können wir zum Beispiel hier hinten in den Bereich gehen und da sehen wir, hier ist zum Beispiel schon ein Sprenger. Das ist natürlich kein Mutator, den können wir aber hier schon mal so von weitem abschießen und das ist ganz wichtig, dass ihr die eben von weitem platt macht, ohne dass die quasi schon auf euch reagieren. Und dann bekommt ihr auch relativ schnell die Trophäe. Wir gehen jetzt hier ein Stück vor und sehen, da hinten sind auch schon wieder Gegner. Da haben wir einen, der könnte auch ein Mutator geworden sein. Ich habe die Trophäe schon, deswegen seht ihr die hier nicht spawnen. Aber so funktioniert das Ganze. Ihr müsst also einfach von weitem quasi ja, Geher oder auch andere normale Zombies platt machen. Denn diese verwandeln sich dann in einen Mutator. Ich zeige es euch jetzt aber auch nochmal ganz genau, damit ihr da seht, wie das alles aussieht. Also, wenn wir uns jetzt hier lang sneaken, ihr könnt natürlich auch immer sterben, das den Bereich nochmal neu starten. Und da hinten sehen wir jetzt zum Beispiel, da ist ein Geher und der wird jetzt gleich zu einem Mutator. Ihr seht hier die Verwandlung schon, der ist jetzt schon zu einem Mutator geworden. Da ist er und es war vorher ein Geher. Den Geher hättet ihr natürlich vorher platt machen müssen und dann wäre der noch nicht gespawnt. Genau das machen wir jetzt auch. Wir schleichen uns also hier hinten einmal hin und da haben wir dann so einen nächsten Geher, der auch zum Mutator wird. Den haben wir eben schnell gekillt und die Trophäe wäre dann hier in diesem Fall gespawnt. Den Typ haben wir erledigt und somit ist das eigentlich schon fertig. Also, wenn ihr keinen Geher seht, einfach nochmal sterben, diesen Abschnitt nochmal neu laden, zum Mutator-Hotspot gehen und dort versuchen, aus dem Hinterhalt dann diese Geher platt zu machen und ihr bekommt relativ schnell die Trophäe. Ja, Freunde, das war's eigentlich auch schon. Däumchen hoch und Abo nicht vergessen, würde ich mich riesig freuen, denn dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut, adios und ciao, ciao.